Wenn Eierlikör mal nicht ins Glas, sondern in den Kuchen wandert, dann wird's richtig lecker und herrlich saftig. Ich zeige euch jetzt ein Easy-Peasy-Rezept für Eierlikörkuchen. Wir starten mit der Zubereitung des Teiges. Dafür schlage ich Zucker, Vanillezucker und Eier cremig. Alles in eine Rührschüssel geben. Eier reinschlagen nacheinander. Jetzt mit dem Mixer cremig rühren. Los geht's. Sobald die Masse eine helle Farbe angenommen hat, kommen Speiseöl und Eierlikör abwechselnd dazu. Und weiterrühren. Beim Eierlikör nehme ich immer den mit 20%igem Alkoholgehalt, weil dann schmeckt der Kuchen richtig schön nach Eierlikör. Jetzt vermenge ich das Backpulver mit dem Mehl. Einmal umrühren und dann auf den Teig sieben. Dann wird der Teig richtig schön fluffig. So. Und nochmal umrühren. Wer mag, gibt jetzt zu dem Teig zum Beispiel noch ein paar Kirschen dazu oder Schokostreusel. Aber wir lassen den heute so und füllen den jetzt in eine Springform. Die habe ich bereits ausgebuttert und ausgemehlt, damit sich der Kuchen danach gut herauslösen lässt. Und den fülle ich jetzt hier rein. Der Kuchen in der Springform geht jetzt für ungefähr 35 Minuten in den Backofen. Wenn ihr den Kuchen in einer Gugelhupfform backt, dann braucht er ca. 60 Minuten. Macht einfach die Stäbchenprobe, Holzstäbchen rein, bleibt kein Teig mehr haften, ist der Kuchen fertig. Ich habe den Kuchen schon aus dem Ofen geholt und kurz abkühlen lassen. Jetzt stürze ich ihn auf eine hübsche Platte. Perfekt! Ihr könnt den Kuchen jetzt noch mit Zuckerguss oder Kuvertüre verfeinern. Ich nehme Puderzucker. Wenn der Kuchen mal nicht in einem Tag aufgegessen wird, kein Problem, im Gegenteil. Dann zieht er richtig schön durch und bekommt ein noch intensiveres Eierlikör-Aroma. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken.